Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Tutorial, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie ihr meinem Discord-Server richtig joint, euch verifiziert und dann euch richtig zurechtfinden könnt. Es gibt nämlich ja sehr viele, die das nicht verstehen und deswegen jetzt hier mal ein aktuelles Video, weil es hat sich auch zwischendurch, zwischen dem letzten Video und jetzt sehr viel getan. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Als erstes müssen wir natürlich Discord starten, entweder als Programm oder im Webbrowser. Ich empfehle, das Programm zu nutzen, ist ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, ist so gesehen nichts anderes, aber besonders jetzt für Sprache und sowas ist es dann doch deutlich einfacher. Fügen wir als erstes einen Server hinzu, ihr könnt natürlich auch über den Link beitreten. Und der Invite, ich kenne den mittlerweile auswendig, J7ZMDGF. Also kleines J7, großes Z, kleines M, großes D, großes G und großes F. Findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Einfach eingeben und auf Betreten klicken. Leckt jetzt hier leider auf meinem Rechner jetzt hier ein bisschen. Dann, ja, kriegen wir direkt hier dieses schöne Fenster hier. Willkommen bei Community Rediger LP. Willkommen auf meinem Server. Ich muss ja ganz kurz hier mal die Benachrichtigung auf meinem Hauptrechner abschalten, weil sonst hören wir die nämlich auch alle. Willkommen auf meinem offiziellen Community Server. Bitte schaue einmal in deine DMs und verifiziere dich, um vollen Zugriff zu erhalten. Dann haben wir hier verschiedene Channels, die wir uns anschauen können. Zum Beispiel kannst du dich verifizieren, den Verify Channel. Hier findest du die aktuellen Infos, Infos Updates. Hier kannst du deine Ränge festlegen bei Rangverwaltung und hier könnt ihr euch unterhalten im ganz normalen Chat. Könnt ihr euch jetzt hier raufklicken, dann kommt ihr direkt zu dem Channel oder aber ihr klickt auf Sieb ich erst einmal um. Dann würde ich einfach so gehen. Ich gehe jetzt hier auf Verifizieren. Dann sind wir nämlich direkt da. So. Gegebenenfalls wird es auch später noch eine englische Implementierung geben. Das wäre vielleicht sogar mal ein bisschen praktisch. Aber ja gut. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr hier auf den Server gekommen seid. Entweder so, wie ich es euch gerade gezeigt habe, mit dem ganz normalen Link. Oder aber ihr nutzt meinen Verifizierungsbot hier, Verification, und seid mit diesem Bot auf dem Server gejoint. Denn wenn ihr nämlich mit dem Bot auf dem Server gejoint seid, dann schickt ihr euch zusätzlich nochmal eine Nachricht, die lautet: Welcome to the support server. I automatically gave you the role to access the bot-related channels. You can talk general in general, get support in support and see the news information and updates in announcements. I am bot and this was automated. Okay. Die Nachricht bekommt ihr allerdings nur, wenn ihr den Verifizierungsbot auf einem von euren Servern benutzt. Wenn das nicht der Fall ist, bekommt ihr diese Nachricht nicht und bekommt natürlich auch nicht den Rang. Könnte ich eigentlich manuell geben. So. Was ihr aber auf jeden Fall bekommt, ist diese Nachricht hier und zwar zweimal, nämlich einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Ist genau das gleiche so gesehen, deswegen gucken wir uns jetzt hier mal die deutsche Version an. Hier ist so gesehen der ganze Standardkram, lese das jetzt natürlich jetzt nicht vor. Könnt ihr euch mal selbst durchlesen. Wenn ihr auf dem Server auch drauf seid, dann müsst ihr die Nachricht auch bei euch drin haben. Aber hier die ganzen meinen Regeln. Müsst ihr natürlich automatisch zustimmen, sobald ihr was auf dem Server schreibt. Stimmt ihr diesen Regeln zu? Das ist natürlich ganz wichtig. Schaut einmal in die Infos. Gut, das heißt mittlerweile nicht mehr so, müsste man vielleicht mal updaten. Und vielleicht auch den Channel verlinken, das hätte ich damals auch mal machen können, habe ich mir bisher noch nicht gemacht. Wichtige Informationen, da haben wir sowieso gerade gehabt, drin können wir uns eine Rangverwaltung holen. Und wir müssen uns verifizieren, wechselbar hier zu verifizieren, auch der Channel, den Namen müssten wir vielleicht mal anpassen. Und gib dort Verify ein. Sollst du Fragen haben oder irgendwelche Probleme, kannst du einfach auf diese Nachricht antworten. So. Und wenn ihr jetzt hier eine Nachricht schreiben würdet, Test, gut. Test ist jetzt keine sinnvolle Nachricht, dann würdet ihr damit direkt die Moderatoren anschreiben. Das ist also die offizielle Möglichkeit, uns für serverbezogene Probleme am besten zu erreichen. Also bitte nicht mir immer PDMs schreiben bei sowas, sondern lieber hier reinschreiben, weil dann erreicht ihr alle und dann können auch andere Moderatoren auf eure Frage beantworten. Und dann kommt das nicht alles auf mich zu. Also würde ich auch bitten, dieses System auch zu nutzen. Wichtig ist natürlich dabei auch, dass ihr in eure Benutzereinstellungen hier die DMs aktiviert habe, wie bei Privatsphäre-Einstellungen hier. Direkt Nachrichten von Servermitgliedern erlauben. Das muss natürlich aktiv sein. Wenn es nicht aktiv ist, funktioniert das natürlich logischerweise nicht. So. Verifizierung machen wir gleich. Ja, Java-Update will ich jetzt nicht. Einmal der Willkommens-Channel, selbsterklärend. Hier sind alle möglichen Nutzer, die rein und raus gehen drin. Natürlich jetzt auch ihr hier. Gut, auf dem zweiten Account habe ich jetzt kein Profilbild. Und komischerweise ist das hier gelb und hier ist es blau. Weiß ich jetzt auch nicht genau, warum das so ist. Infos und Updates. Hier gibt es alles Mögliche zu Informationen. So wie auch hier ganz wichtig, ganz oben angeheftet. Hier, wo die Bots her sind und sowas alles.
und alles andere Wichtige. Und hier findet ihr auch alles mögliche, was so aktuell ist. Ihr könnt dem Channel auch, wenn ihr wollt, folgen, dann klickt ihr einfach auf Folgen hier oben, dann könnt ihr einen Channel auf eurem Server hinzufügen, wo dann alles, was hier drin gepostet wird, auch auf eurem Server angezeigt wird, wenn ihr das braucht. Dann gibt es nächstes die Rangverwaltung, dort könnt ihr entsprechende Ränge festlegen. Wenn ihr hier zum Beispiel hier oben bestimmte Spiele spielt, könnt ihr einfach hier zum Beispiel auf SWDO klicken, habe ich jetzt hier einfach schon gemacht. Ist hier noch abgespeichert vom letzten Mal. Kann ich gleich mal nochmal machen. So, jetzt ist Veto drin. Könnt ihr hier auch Fortnite und sowas, also alles mögliche, was halt hier angeboten wird, könnt ihr durchklicken. Dann kommen auch ab und zu mal wieder welche dazu und gehen wieder weg. Müsst ihr immer mal schauen, was da gerade so drin ist. Als nächstes hier die Server-Updates. Wenn ihr darüber informiert werden möchtet, zusätzlich auch nochmal, abgesehen von der Folgenfunktion, könnt ihr hier drauf klicken. Dann kriegt ihr immer einen Ping dabei. Dann, wenn ihr gerne Spoiler sehen möchtet zu Spielen, also zu SWTOR und auch zu Filmen und auch alles mögliche, könnt ihr hier raufklicken, dann seht ihr die Spoiler, sonst seht ihr die nicht. Das ist ein extra Schutz dafür, dass Leute, die es nicht möchten, keine Spoiler sehen, besonders wenn es halt um sensible Sachen geht. Hier Inhalte ab 18 anschauen. Gut, viele klicken wahrscheinlich auch darauf, wenn sie nicht 18 sind. Ist so gesehen ein Chat mit ein paar mehr Funktionen. Wir können es einfach mal aktivieren. Zack, da erscheint der Chat ab 18. Wenn ich jetzt wieder wegklicke, ist er wieder weg. Ja. Müsst ihr schauen, ob ihr das sehen wollt. Aber das war jetzt sowieso nur Müll drin. Über Streams von mir und der Community benachrichtigt werden, ist glaube ich auch selbsterklärend. Wenn ich streame oder jemand anders streamt, dann kriegt ihr automatisch einen Ping und seht das direkt. Als nächstes Giveaways. Wenn jemand oder ich eben ein Giveaway macht, dann kriegt ihr auch einen Ping. Und wenn ihr den Verification-Bot auf dem Server nutzt, kannst du oder könnt ihr hierauf klicken, dann ja, kriegt ihr die Channels. Wenn ihr eigentlich den Bot auf eurem Server nutzt, dann kriegt ihr den Rang auch in der Regel automatisch. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, einfach hier raufklicken, dann habt ihr die Ränge auch mit drin. Befehleübersicht, hier ist eine ganz einfache Übersicht über alle möglichen Befehle, die es so hier gibt. Könnt ihr auch hier entsprechend mit den Pfeilen hier durchklicken. Okay, jetzt klappt das hier normalerweise jetzt gerade nicht, weil es hier zu sehr laggt. Aber das müsste normalerweise bei euch auch klappen. Wenn es nicht klappt, dann gebt einfach mal Help oder sowas ein. Partner, da stehen die Partner drin. Aktuell nur unsere Twitter-Accounts. Sowohl hier der für die SWTOR News als auch der SWTOR und SWTOR Family Tweet-Dings. Falls ihr daran teilnehmen möchtet, könnt ihr euch einfach mal hier oben durchlesen, wie ihr das machen könnt. Dann haben wir als nächstes hier den Bereich soziale Medien und News. Einmal hier YouTube, Twitch. Dort findet ihr alle möglichen hochgeladenen YouTube-Videos, nicht nur von mir, sondern auch von der Community, jetzt zum Beispiel von Alex47 oder hier oben zum Beispiel auch die Streams. Wenn jemand auf Twitch streamt, dann wird man hier mit den Streams-Dingen hier benachrichtigt. So funktioniert das Ganze. Und auch diesem Channel könnt ihr, wenn ihr das möchtet, folgen. Klickt einfach hier drauf und dann bekommt ihr alle möglichen Updates. Das hier wird auch automatisch entsprechend gepublished, auch auf euren Server, falls ihr das haben möchtet. Es wird auch News, da kommen, wie der Name schon sagt, die News zu SWTOR rein. Die könnt ihr allerdings so vom Channel her nicht verfolgen. Das müsst ihr anders machen, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt. Ja, Link natürlich in der Beschreibung. Twitter, das ist ein ganz normales Twitter-Update. Auch denen könnt ihr so den nicht folgen. Wenn ihr dem folgen wollt, müsst ihr mir einfach auf Twitter folgen. So einfach ist es, weil das würde sowieso nicht gepublished werden. Das kriege ich so nicht hin, weil das hier über einen externen Hoster läuft. Und das kriege ich dann nicht hin, da einzustellen, dass er die Nachricht noch publishen soll. Deswegen bringt es auch nichts, das hier zum Announcement-Channel zu machen, weil das eh nicht funktionieren würde. Reddit SWTOR, diesen Channel würde ich euch empfehlen, wenn ihr das nicht braucht, hier über die Glocke auf Stumm zu schalten. Denn da kommt alle paar ja, Minuten schon fast was Neues rein und das wird dann ziemlich nervig. Von daher, ich würde euch empfehlen, diesen Channel auf Stumm zu schalten. Genauso wie auch das andere hier, falls ihr das nicht braucht. Also hier zum Beispiel, falls ihr keine SWTOR-News braucht, weil ihr keine SWTOR spielt, könnt ihr es natürlich auch stumm schalten. Und Twitter, ja gut, da könnt ihr es auch so nachgucken. Standardmäßig ist natürlich auch hier bei Benachrichtigungseinstellungen, können wir mal nachschauen, nur Ad-Erwähnung drin. Ja, ganz einfach, dass ihr nicht so zugespammt werdet. Standardmäßig ist nämlich immer bei Discord zumindest hier diese alle Nachrichten drin. Das ist eigentlich Mist, weil dann wird man ziemlich zugespammt. Also am besten hier auf nur Ad-Erwähnung lassen. Dann kriegt ihr das Wichtigste mit. Everyone und hier wird eigentlich nur im Notfall verwendet, so abgeschaltet für normale Nutzer. Ja, würde ich empfehlen, lasst das am besten an, dass ihr wichtige, sehr, sehr wichtige Sachen nicht verpasst, weil so auf dem Server das nicht benutzt. Das wird eigentlich nur wirklich für Emergency-Fälle benutzt. Alle Ad-Erwähnungen von Rollen unterdrücken,
Gut, macht so gesehen jetzt hier auch keinen wirklichen Sinn, weil zum Beispiel, wenn ihr den Streams abonniert habt, zum Beispiel, oder halt die Streams-Dinge habt, dann dürft ihr das natürlich nicht aktiv haben, weil sonst kriegt ihr die Benachrichtigung trotzdem nicht. Also, wenn ihr sowas wie Stream- oder Giveaway-Benachrichtigungen haben wollt, dann dürft ihr das hier natürlich nicht aktivieren. Push-Benachrichtigungen fürs Handy, gut, sollte selbsterklärend sein. Hier noch zusätzlich noch die Möglichkeit, die Benachrichtigung für einzelne Channels zu verstellen. Gehen wir weiter zum allgemeinen Bereich, der erste Bereich, wo wir auch tatsächlich etwas schreiben können, nämlich hier der allgemeine Server-Chat. Hier könnt ihr über alles Mögliche diskutieren, was ihr hier so habt. Ich gebe meine immer zu schnell wieder aus, okay. Ich gebe es tatsächlich nicht wieder aus. Witzig, das ist so ein Teil aus, ja, Memes und irgendwelchen anderen lustigen Sachen, wie zum Beispiel sowas hier. So eine kleinen Witze halt. Also irgendwelche Fails zum Beispiel oder eben sowas hier. Gut, Filme, Serien, das ist, wie der Name schon sagt, Diskussion über Filme und Serien. Auch derzeit noch nicht viel drin. Hier zum Beispiel dieses schöne GIF. Wer es nicht kennt, ja, rumblatt schneller. Leckt jetzt hier auf meinem Testrechner hier, aber bei euch sollte es auch flüssig laufen. ASCII Art ist eigentlich eine reine Spielerei. Da könnt ihr einfach aus irgendwelchen Bildern, die ihr im Internet habt, eine ASCII Art machen. Das Ganze wird hier durch den Bot, wo ist er hier, ASCII übernommen. Müsst ihr einfach ASCII schreiben, Bild runter posten, dann wird daraus automatisch ein Bild gemacht. Technische Probleme ist, können wir mal kurz nachschauen. Wenn ihr irgendwo bei der Technik oder bei anderen Sachen Fragen habt, Probleme habt, dann könnt ihr jetzt hier reinposten und dann wird euch geholfen. Muss nicht nur Discord bezogen sein, es kann zum Beispiel SWTO bezogen sein, kann auch Windows bezogen sein, kann alles Mögliche sein. Tipps. Da könnt ihr mir oder dem Server oder der Community Tipps geben. Zum Beispiel, wenn ihr euch etwas hier an diesen Videos jetzt hier gar nicht gefällt, dann könnt ihr es da reinschreiben. Dann kann man sich das Ganze anschauen. Commands. Diesen Channel würde ich euch empfehlen, auch stumm zu schalten, wenn ihr auf dem Server seid. Noch hier kann es zum Beispiel ziemlich spammy werden, weil hier kann man nämlich alle möglichen Befehle ausführen. Befehle gucken wir uns nachher auch nochmal in Ruhe an. Das Video wird natürlich jetzt auch ein bisschen länger sein, weil ich jetzt hier alles Mögliche erklären möchte. Und ja. Also hier kann man Befehle ausführen. Dann kommen wir als nächstes zu dem Bereich, den ihr nur seht, wenn ihr den Verification-Bot benutzt. Announcements sind wichtige Ankündigungen, hier zum Beispiel, wenn Maintenance ist, also Wartungsarbeiten, ist alles auf Englisch. Hier könnt ihr ein bisschen über den Bot diskutieren. Hier bekommt ihr Hilfe zum Bot. Bitte nutzt die Channels übrigens auch wirklich nur für das, wo sie da sind. Also bitte hier keinen Müll reinschreiben und der Support-Channel hier ist auch wirklich nur für den Bot da. Also bitte nicht irgendwas anderes. Support-Fails sind alle möglichen. Ja, Fails, Votes, wer für den Bot gevotet hat. Dann kommt zum SWTO-Bereich, der ist immer sichtbar für alle. Können wir ein bisschen über SWTO diskutieren. Flashpoint-Operation, wenn ihr zum Beispiel Leute für Flashpoint sucht. PvP, wenn Leute für PvP sucht. H2 ist, wenn Leute für H2 sucht. Dann kommen wir als nächstes zu den Sprach- und Musikkanälen. Auch hier ist wieder ein Command-Channel, den ihr stumm schalten solltet. Damit könnt ihr zum Beispiel Musik starten. Man sieht allerdings jetzt hier, dass diese Channels aktuell hier gesperrt sind. Das heißt, ich komme hier nicht rein. Warum? Weil wir uns noch nicht verifiziert haben. Wahrscheinlich ist euch auch aufgefallen, dass ich hier auch bei Chat zum Beispiel gar nichts schreiben kann. Denn um hier Schreibrechte auf dem Server zu kriegen, müssen wir hier auf Verify gehen. Und dann lesen wir hier von 3PO geschrieben, wie wir Zugriff erhalten können. Hier ist nämlich einfach nur Verify eingeben, um einen Verifizierungscode zu generieren. Also geben wir einfach mal Verify ein. Zack. Um zu bestätigen, dass du keine Maschine bist, gib bitte folgendes ein. Entweder ihr gebt den ganzen Command ein oder aber ihr gebt nur die Zahl ein, das reicht auch. Weil es früher immer viele falsch gemacht haben, habe ich es dann irgendwann auch mal umgeändert. Also wenn ihr nur die Zahl eingebt, geht's auch. Zack, Verify successful ist jetzt hier auf Englisch. Und wir sehen, der Channel verschwindet, wir haben ja auch keine Schreibrechte mehr. Und wenn ich jetzt auf Chat gehe, sehen wir hier, ich kann jetzt hier schreiben. Was ich gleichzeitig auch kann, ist jetzt hier auf die Sprachkanäle zugreifen. Übrigens, noch eine wichtige Sache, wenn ihr euch hier die Ränge für die Spiele gebt, oder hier zum Beispiel auch bei den Spoilern, das aktiviere ich jetzt auch einfach mal. Oder hier die News, sehr gut, ich aktiviere einfach mal alles. Zack. Dann, ich mache jetzt einfach mal irgendwelche Spiele, zum Beispiel das hier. Okay, das ist jetzt gerade nicht dabei. Brauchen wir eigentlich genau hier Fortnite zum Beispiel, ist das dabei. Dann könnt ihr auch über diese anderen Spiele diskutieren. Da wird eigentlich nicht so viel diskutiert. Ist auch hier ein bisschen veraltet noch hier mit den Nachrichten, weil der Channel heißt nicht mehr so. Gut.
Aber ihr könnt hier auch über andere Spiele diskutieren. Jetzt kann ich hier auch auf diese Sprachkanäle und auf die Musikkanäle zugreifen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier auf Kanal erstellen klicken. Und dann wird für mich ein Channel automatisch erstellt. Das laggt jetzt hier ein bisschen, weil mein Rechner hier nicht der schnellste ist. So. Und zusätzlich kann ich auch. Natürlich geht das jetzt hier auf dem Rechner nicht, weil ich hier keine, ja, Moderationsrechte jetzt habe. Dafür müsste ich die Zwei-Faktor-Autorisierung jetzt aktivieren. Das können wir einfach mal schnell mal machen. Ich weiß das Passwort jetzt nicht. Gut, dann machen wir das mal anders. Leider ist es hier ein kleines Problemchen, denn eigentlich kann man das hier konfigurieren. Das geht eigentlich nicht, wenn ich keine Moderationsrechte habe. Wie gesagt, ich mache das mal ganz schnell. Okay, Freunde, ich habe das ganz kurz mal bei mir jetzt aktiviert. Das heißt, das müsstet ihr bei euch dann auch machen. Das ist leider eine dumme Einschränkung von Discord. Da kann ich jetzt aber nichts für. Das ist eine Sache von Discord wegen. Von daher, das müsst ihr dann machen, wenn ihr das wollt. Aber auch nur, wenn ihr das sowieso wollt. Denn jetzt könnt ihr nämlich auch hier auf Kanal bearbeiten klicken. Und dann hier noch einiges ändern. Zum Beispiel könnt ihr den Kanalnamen ändern. Test. Ihr könnt die Bitrate verändern. Ihr könnt das Benutzerlimit verändern. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal auf 1 gehen. Dann können wir auch keine mehr dazu joinen. Dann kann ich auch hier die Berechtigung für die entsprechenden Ränge verändern. Passt am besten aber hier auf, dass ihr euch hier nicht selbst ausschließt. Weil das kann nämlich auch schnell mal passieren. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier euch die Berechtigung nehmt. Also da müsst ihr aufpassen, dann könnt ihr für die entsprechenden Ränge, zum Beispiel wenn ihr wollt, dass Verifizierte hier nicht raufkommen, könnt ihr den Anzeigen wegmachen, fertig ist. Dann kommt nur noch ihr hier drauf oder eben Leute, die halt, ja, die man halt da reinzieht, wo man so nicht reinziehen kann, das können nur Mods. Aber so, wenn ich jetzt hier, wäre ich jetzt hier allein, ihr könnt jetzt auch keine weitere rein. Also das könnt ihr theoretisch machen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr den Kanal verlässt, entweder wenn ihr woanders reingeht oder aber wenn ich jetzt hier mal auf Musik gehe oder halt einfach rausfliege wegen AFK, dann. Ja, okay, wissen wir. Da wird der Kanal auch automatisch wieder gelöscht. Wenn ich jetzt hier einen Musikkanal erstelle, dann sehe ich, der heißt jetzt hier nicht irgendwie so wie ich heiße, sondern der heißt jetzt einfach Musik 1. Ich kann da auch nichts dran bearbeiten, denn da ist automatisch alles so eingestellt, dass wenn ich jetzt hier, man sieht, ich kann mein Mikro nicht anschalten, denn hier soll der nur Musik hören können. Und die Musik kann man hier über die Commands steuern. Wie das genau funktioniert, da müsst ihr euch ein bisschen mit den Bots anschauen. Ich mache das meist mit Radio hier einfach, indem ich hier das hier eingebe. Müsst ihr euch ein bisschen schauen, dass ihr auch anderen bitte die Bots nicht wegklaut, wenn jemand anders gerade Musik hört. Also da bitte nur die Bots nehmen, die gerade frei sind, wenn keiner sonst Musik hört. Und auch hier geht das Spielchen, wenn ich den Kanal verlasse, dann wird er gelöscht. Logischerweise, wenn jetzt ein anderer Musikkanal erstellt, wird er natürlich aufgezählt. Also Musik 2, Musik 3, Musik 4 und so weiter. Und so geht das dann eben durch. Die nächste werft ihr auch mal zum Fenster raus. Da kommen wir noch ganz schnell zu ein paar Commands, die man wissen sollte. Dafür geben wir einfach mal hier, ups, Ausrufezeichen Commands ein. Das steht auch hier oben gerade. Das ändert sich auch ab und zu. Und dann kriegen wir alle möglichen Commands, die wir so haben. Relativ viele. Commands listet alle Befehle auf. Sources, übrigens hier ist übrigens auch ein Slow-Modus, dass ihr die Commands nicht spammen könnt. Sources sind alle möglichen Quellen. Achtball ist so gesehen wie die magische Miesmuschel. Chuck Norris-Fact, ein Katzen-Fact, ein Hunde-Fact, ein Affen-Fact. Alles so Fun-Sachen eben. Würdest du lieber Befehle, also würdest du lieber Frage, auch mit Antwortmöglichkeiten. Mit Coin könnt ihr eine Münze werfen, kommt logischerweise Kopf oder Zahl raus. Mit Report könnt ihr einen Report an das Team schicken, was eben nur wir einlesen können. Mit Bitcoin könnt ihr den aktuellen Umrechnungskurs zwischen Bitcoin und Dollar anzeigen. Euro geht leider nicht. Also wirklich nur Dollar. Mit Tut könnt ihr euch verschiedene Tutorials anzeigen lassen. Das können wir uns gleich mal anschauen. Mit Giveaway könnt ihr Giveaways erstellen und managen. Mit Me könnt ihr Informationen über euer Profil anzeigen. Mit Me, mit einer User-ID, könnt ihr über Informationen über das angegebene Profil anzeigen. Wichtig ist, dass ihr die User-ID benutzt und nicht die Erwähnung, weil die Erwähnung klappt hier so nicht. Server-Info bekommt ihr ein paar Informationen hier über diesen Server hier. Inf könnt ihr einen anonymen Einladungslink erstellen, falls ihr jemanden einladen wollt und dieser jetzt nicht wissen soll, wer euch eingeladen hat. Also er ist wirklich anonym, da steht jetzt nicht, dass ihr das seid, sondern es ist einfach ein random Link sozusagen. Mit Nickname könnt ihr euren Nicknamen verändern, denn so direkt geht das nicht mit Rechtsklick. Ich kann es mal ganz kurz zeigen, das muss ich mir ganz kurz mal selbst finden hier. Bisschen schwierig hier. Wo bin ich? Bei R irgendwo. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Da.
Wenn ich jetzt nämlich hier Rechtsklick mache, kann ich meinen Namen nicht ändern. Wenn ich jetzt aber Nick eingebe und dann irgendein anderer Name, zum Beispiel jetzt hier Nick Test, dann heiße ich jetzt Test. Und wenn ich einfach nur Nick eingebe, das wird auch automatisch wieder gelöscht, dann wird mein Nickname wieder zurückgesetzt. Ebenfalls können wir mit Fight mit einem anderen User kämpfen. Da müssen wir mit der Add-Erwähnung arbeiten. Also Fight Add. Nehmen wir jetzt hier einfach mal, kommt aber falls so Spaß ist, hier Volquite zum Beispiel. Gehen wir einfach mal so ein und dann können wir gegen ihn kämpfen. Ist so ein kleines Spielchen, so ein bisschen mit Kiss. Nur das gleiche Spielchen, das mache ich jetzt hier nicht, weil das jetzt hier ein bisschen unangemessen wäre. Dann könnt ihr einfach damit an einen Nutzer einen Kuss geben. Es wird doch vielleicht bald weitere von diesen Spaß-Events geben mit diesen GIFs. Könnt ihr einfach mal ein bisschen rumspielen mit. Und mit Partner könnt ihr euch für das Partnerprogramm bewerben. Mit den ganzen Befehlen könnt ihr euch ja einfach mal in Ruhe mal auseinandersetzen. Zum Beispiel hier tut. Und das jetzt hier mal anschauen. Kommt hier jede Menge. Sind meistens Videos tut und dann irgendwas anderes. Zum Beispiel hier endspäts. Dann bekommt ihr jetzt hier ein entsprechendes Tutorial jetzt hier vom AHQ in diesem Fall. Könnt ihr euch dann durchlesen, wenn ihr das braucht. Dann gibt es hier noch ebenfalls zum Beispiel hier Serverinfo. Auch ganz einfach. Ist relativ leicht. Hier wird es auch bald noch weitere Sachen geben, die man anzeigen kann. Ist eigentlich auch nur für diesen Server gültig. Also andere Server könnt ihr damit nicht abfragen. Würde auch gar nicht gehen, weil der Bot ist nur auf diesem Server hier. Me könnt ihr euer Profil anzeigen. Okay, hat das genau, weil den Timer jetzt hier. Zack. Was ihr jetzt spielt, was euer höchster Rang ist. Euer Name, Nickname. Gut, ist jetzt non, weil ich jetzt keinen hab. ID ist auch klar, wann ihr beigetreten seid, wann euer Account erstellt wurde und so weiter. Das kann man alles abfragen. Haben wir hier noch zum Beispiel Giveaway. Wir könnt ihr Giveaways erstellen. Okay, Giveaway-Info müssen wir eingeben. Ah, komm, jetzt. So, hier steht relativ viel. Giveaway starten, von Namen von dem, was du verlosen willst, können wir ein Giveaway starten. Das mache ich jetzt hier nicht, denn sonst würde ich hier alle taggen. Also Giveaways bitte nicht erstellen und löschen. Also bitte macht sowas nicht, weil damit taggt ihr wirklich jeden, der das Ding hat und damit nervt ihr die anderen. Also Giveaways bitte nicht erstellen und immer wieder löschen. Teilnehmen könnt ihr ganz einfach an einem Giveaway. Gut, ich zeige es euch mal an einem, der das schon existiert. Hier zum Beispiel an diesem hier. Indem ihr einfach hier auf das Symbol klickt. So, zack, nehmt ihr teil. Zack, nehmt ihr nicht mehr teil. Ganz einfaches Spielchen. So, Commands wieder rauf. Giveaway beenden, das ist auch ganz einfach. Einfach Giveaway stopp, dann die ID der Giveaway-Nachricht, also jene hier, die könnt ihr mit ID kopieren, euch holen. Wenn ihr den Button nicht habt, dann müsst ihr einfach mal hier auf eure Einstellungen gehen. Dann auf, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, Erscheinungsbild war das, glaube ich. Und genau, hier bei erweitert, der Entwicklermodus hier, das hier müsst ihr aktivieren. Dann könnt ihr diese IDs euch entsprechend holen. Also die braucht ihr dafür zwingend. Dann. Okay, und dahinter noch die Anzahl der Gewinne, also wie viele Gewinne es geben soll. Zum Beispiel so, Giveaway Stopp, irgendeine Zahl 1. Damit wird es zufällig ausgelost und Giveaway ist schnell angezeigt. Also gleiches Spiel, wie man es halt kennt. So bestimmt sein neuen Gewinner sollte einen Gewinn, wenn er seinen Gewinn nicht annehmen oder hat dieser bereits den Server verlassen, kann so einen neuen Gewinner dafür bestimmen. Bestimmten. Jetzt Schreibfehler. Muss ich mal fixen. Schreibe dafür Giveaway Reroll, ID der Giveaway Nachricht, ID des Gewinners, den du ersetzen möchtest. Löschst du ein Giveaway? Solltest du als Ersteller ein Giveaway löschen wollen, schreib Giveaway Dill, ID der Nachricht und dein Giveaway wird ohne Gewinnerauslösung gelöscht. Disclaimer: Solltest du Fragen oder Probleme haben, wende dich einfach per PM an C3PO. Okay, also ganz einfache Sache jetzt hier. Wir sind schnell durchgegangen. Könnt ihr euch ja mal ein bisschen mit beschäftigen, falls ihr darauf Bock habt und mal ein bisschen was verlosen wollt. Natürlich ganz klar freiwillig. Wichtig ist halt nur, dass ihr immer darauf achtet, wer das Giveaway startet. Das steht nämlich hier. Und ihr könnt natürlich auch immer nur eure eigenen Giveaways auslosen oder eben löschen, wenn ihr könnt natürlich nicht die von allen löschen, außer ich kann das auch. Aber ihr könnt das nicht. Also eben Moderatoren, die können alle Giveaways löschen, aber ja, Spieler und alles andere könnt nur eure Giveaways löschen. Also, da ich nicht, dann ihr meine Giveaways da beeinflussen könnt. Braucht ihr gar nicht erst probieren. Ihr werdet es bestimmt welche ausprobieren, ist hier nach dem Video, aber ich sag euch, es bringt nichts. Andere Commands hier von den unteren Bots, die könnt ihr natürlich euch auch noch anzeigen lassen mit den entsprechenden Befehlen. Das steht hier auch immer. Ausrufezeichen Help, Fragezeichen Help und sowas alles. Und auch hier mit den entsprechenden Help-Befehle. Oh, sogar der Bot ist auch wieder online. Der war nämlich in letzter Zeit auch immer offline. Der war nämlich aus irgendeinem Grund immer defekt. Ich weiß auch nicht warum. Gut.
Aber falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder eben doch hier rein. Was wurde jetzt eigentlich hier noch geschrieben? Was geht im Command-Channel ab, lol? Ja, das bin ich. Ich mache nämlich hier gerade dieses Video. Hat nämlich, glaube ich, gerade gesehen, dass ich ihn hier erwähnt habe. Okay. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ab in die Kommentare damit. Und da würde ich sagen, lasse ich euch jetzt hier mit darauf los. Ihr kennt den Server ja, die meisten kennen ihn ja auch. Aber das ist jetzt hier bloß ein Update für die meisten, die halt nicht damit so gut klarkommen. Ja, da würde ich euch sagen, übrigens, wenn ihr, ich glaube, das waren 15 Minuten, wenn ihr 15 Minuten nichts macht, dann werdet ihr automatisch in AFK verschoben und werdet automatisch stumm geschaltet. Das ist natürlich auch wichtig. Und euer Kanal, wenn ihr natürlich daran alleine wart, wird natürlich dabei dann auch gelöscht. Aber ja, wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie rein. Euch einfach Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao.